Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hört mal bitte. Seit 20 Minuten geht er weg, aber irgendjemand wohnt. Der macht den einfach nicht aus. Ich glaube, da will jemand nicht aus dem Bett. Wir haben 7:30 und ich warte auf Maya, denn wir fliegen heute nach Manchester und von dort aus fahren wir nach Yorkshire. Dieses Video ist nämlich in Kooperation mit GHD. Ich benutze jetzt seit ungefähr 5 Jahren mein GHD Maxi Glätteisen. Und freue mich total auf die neuen Produkte. Ich freue mich total auf die neuen Glätteisen, auf die Weihnachtskollektion, auf die Lockenstäbe. Ich habe auch schon den Föhn unten. Ich freue mich total, ein Teil dieser GHD-Familie zu sein. Wirklich. Ich bin mit ein bisschen Halsschmerzen und Nase zu und sowas aufgewacht. Ich habe schon einen Aspirin-Komplex genommen. Ich hoffe, dass das mich so ein bisschen über den Tag bringt. Guten Morgen, Maya. Guten Morgen. Freust du dich? Ich freue mich. Maja und ich schlafen heute in einem Bett. Das haben wir noch nie getan. Es gibt aber nichts Schlimmeres als einen Weg nach Düsseldorf von Köln. Achso, Leute, ja. Ich esse ja nur unreife Bananen, ne? Weil ich bin ja allergisch gegen alles, was so reif ist, viel Fructose hat und so. Und Leute, die lässt sich nicht mal abbrechen. Guck mal, die bricht in der Mitte durch. We made it. Noch nicht. Nicht den Teufel an die Wand mal eintauchen. Wir müssen da hoch, oder? Ja. Ja. GHD, willkommen. Wir haben genau einen Tag Zeit, um den British English Akzent irgendwie zu lernen. Nicht mal. Also wir suchen gerade das Team von GHD. Und dafür müssen wir einmal zu Terminal 1. Ah, da steht Empire geradeaus. Und dann fahren wir noch ein Stündchen, anderthalb nach Yorkshire. Genau. Das heißt übrigens Yorkshire. Yorkshire, nicht Yorkshire? Ja. Einfach Yorkshire die ganze Zeit gesagt. Super, Maya. Aber hey, lern noch ein bisschen den Akzent. Yorkshire, let's go. Hey, die kann das. Wir sind angekommen. Hier ist die Pamela noch. Guck, guck. Maya, Manu. Es ist unfassbar schön hier, Leute. Guckt mal. Sieht aus wie so ein Schloss. Ich habe noch eine wichtige Info für euch. GHD heißt Good Hair Day. Könnt ihr mal hier abstimmen, ob ihr wusstet, dass das so heißt, weil ich... Ich wusste das gar nicht bis jetzt. Hi, welcome to my crib. Ich fuhr euch ein bisschen rum. Where do we start? In the bathroom. Nach euch? Nach euch. Nach euch allen. Oh, das ist ja schon mal zu Hause, aber ich finde, ich wollte euch was zeigen. Es ist voll schön hier drin. Ist ehrlich voll schön. Und nochmal. Okay, dann haben wir hier ein Schranki, ein Spiegel, ein Bett, ein Kamin natürlich, ein Schminktisch, ein Spiegel will ich mitnehmen, und eine wunderschöne Aussicht. Richtig schön. Ehrlich, voll schön aus, aber einfach so ein Baum. Ja. Einfach. Man, die sehen aus wie so Einhornteile.
So, bevor wir aufs Zimmer gehen, versuchen wir gerade im Haus Fotos zu machen. Pamela und Maya versuchen auch gerade. Oh, süßes Krönchen. Voll schön. Das ist deine Krone. Aber der steht da einfach. Wo ist deine Krone? Da irgendwo. Ja, aber das sieht so im ersten Moment super süß aus. Und dann denkt man, okay, vielleicht auch so viel des Guten. Ja, oh, das sieht echt viel aus. Frida Kahlos. Aber es ist viel bequemer, als es aussieht. Ja, ach, ich dachte, es wäre schwerer. Oh, das geht. Ach, deswegen hast du es die ganze Zeit auf dem Kopf. Ja, und wir kriegen gleich ein Styling. Pamela ist das erste dran. Die ist um 5 Uhr dran. Ich bin um 6 Uhr dran. Mit Ding auf dem Kopf. Ich habe, glaube ich, lass mir so ein paar Soft Waves machen. Mal gucken, wer das hinkriegt mit der Länge. Müsste eigentlich gehen. Leute, hier ist sowieso eine Teestube. Ich habe meine Wärmflasche mit eingepackt. Ich habe jetzt die mitgenommen. Ich hatte ja eine von der Zuschauerin bekommen, aber ich habe die irgendwie in meinem großen Koffer vergessen. Und hier, voll schön. Guck mal, so eine kleine, süße Küche. Hier sind so Plätzchen mit so GHD-Muffins. Und dann sind hier so Teegläser. Und ich mache mir jetzt die Wärmflasche, dann mache ich jetzt nochmal einen neuen Tee. Und ich weiß ja nicht, wo die Teesorten hier sind, aber es sieht richtig schön aus. Oh, wie schön. Ich liebe das. So eine richtig, so eine Country-House-Style. Mh, lecker. Jetzt müssen wir das aber auch essen. Das nehme ich mal mit. Oh, wie schön. Echt alles so komplett durchdacht. Tee. Hier ist Tee. Cool. Mm. Chimichilli, Chai, Vanille. Nachmachen auf eigene Gefahr. Leute, bitte nicht so nachmachen, okay? Ich bin Wärmflaschenprofi. Wärmflasche ready. Ich habe auch noch die Töne ausgesucht, ne? Guck mal, ich bin genauso in dem Ton. Ich wollte ein kleines Unboxing noch mit euch machen. Ich habe hier einmal die Karte ausgepackt. Hier war einfach nur der Ablaufplan nochmal mit drin. Und hier stehen nochmal die einzelnen Geräte mit dabei. Ach so, ich habe übrigens richtig süße Hausschuhchen hier bekommen. Sie sind richtig warm. Perfekt in der passenden Farbe. Ich habe mich so passend irgendwie dazu angezogen. Außer hier die Jacke, bei mir ist kalt. Und ja, damit bin ich gerade schon durch die Gegend gelaufen, sehr bequem. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Dann waren hier noch Socken oder sind hier noch Säckchen mit dabei. Dann haben wir hier noch ein Nikolaus-Säckchen. Voll weihnachtlich, Leute, hier ist noch ein Weihnachtsbaum und sowas. Hier ist von OPI ein Kästchen drin mit Nagellacken. Ich habe mir jetzt auch den Shellack von den Füßen abnehmen lassen, weil ich habe wieder Lust zu lackieren. Und deswegen freue ich mich auch so darüber. Und dann haben wir noch, boah, ich liebe das in den Schuhen. Wenn das so, das erinnert mich so an zu Hause immer. Können wir uns gleich erstmal gönnen. Und wir gönnen uns noch Pralines. Schokolade. Hotel Schokolade, British Cocoa, Kakao Grower oder so. Grower. Grower. Nearer. Dankeschön. Dann haben wir noch weiter. So ein Pam Station. Hier ist, ich glaube, der Hitzeschutz drin, den ich sehr, sehr mag. Den hab, ja, genau den hier habe ich schon. Leute, das ist so ein gut riechender Hitzeschutz. Und der ist früher ist so, dass er sich so überall verteilen lässt. Also er ist nicht so. Ne? Seht ihr? Das sprüht so überall hin. Dann kriegt ihr halt das Haar voll gut abgedeckt. Und cool, ich habe gestern noch gedacht, oh, vergiss deine Bürste nicht, hätte ich die mal vergessen. Und dann haben wir noch eine riesen Box hier mit, oh, das ist schwer. Einmal das Deluxe Set. Ich verlinke euch natürlich alles in der Infobox, dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und wenn ich nicht seit 5 Jahren ein GHD-Glätteisen hätte, würde ich euch das nicht einfach so empfehlen. Die Dinge halten einfach Ewigkeiten. Also diese Geräte, egal ob es ein Föhn ist, also ein Haartrockner oder ein Glätteisen, die halten so lang. Mein Maxi-Styler ist jetzt 5 Jahre alt und ich benutze den immer noch. Und jetzt freue ich mich voll auf den. Das ist der Platinum-Styler, glaube ich. Ja, das ist der Platinum-Styler.
Ich habe ja nur den Maxi, der ist ja so ein bisschen breiter von der Fläche her. Und der hier ist halt so schmal und damit kann man auch voll die schönen Locken machen. Das dreht sich hier unten, aber ich werde euch das alles in der Anwendung auch mal nochmal zu Hause zeigen, im schönen Licht auch nochmal. Aber wir haben hier auch nochmal so ein Case, weil ich glätte mir immer in der letzten Sekunde die Haare und weiß nicht, wie ich das so heiß in den Koffer schmeißen soll. Deswegen ja, haben wir hier einmal das hier und dann voll die coole Tasche übrigens. Schöne Tasche. Das ist der Haartrockner. Der hat hier auch noch einen Aufsatz mit dabei. Ich finde auch, das reicht. Also mir reicht, ich brauche nicht noch mehr Aufsätze. Und der ist in so einem Roségold. Das hier ist der Haartrockner. Sehr, sehr hübsch mit so Roségold. Und ihr könnt hier auch einstellen, heiß und kalt. Aber dazu erzähle ich euch auch gerne nochmal was zu Hause, wenn ich den so richtig ausprobiere und so. Genau, das war das Unboxing. Lust auf Schokolade? So, Patrick, how are you? Yeah, I'm good. How are you? I'm fine, thank you. It feels so good that you make my hair. Thank you so much. Oh, you're welcome. Thank you. So, do you have any tips and tricks for, like, people doing their hair at home? So I'd say, like, when they're creating curls or waves. Yeah. I'd say if you're using the GHD Platinum Plus, I'd say it's really nice to get a variation of different waves. So you can see in the back, I'm alternating the direction. Yeah, so we do. I do. You're like doing this and that. Yeah, it looks so easy. Yeah, if you, so basically take the section of hair, it goes in, turn it away from the face, 180 degrees, and then just direct the styler just going downwards. All right. Like so. Wow. And then the next one, I'll create the shape the opposite direction. All right. So I'll turn it towards the face. So we go in, turn towards the face, and go straight down. And it's quite easy because the wire turns around. And And also it has this wishbone hinge. Yeah. So it creates together at the same time. All right. Mm-hmm. It doesn't mark the hair. Perfect. And what about if you just like straighten your hair? Mm-hmm. How do you straighten it without like damaging your hair that much? Well, I think you just have to trust the styler. Yeah. So just go in. I always say if you use it like a tapper, mm-hmm. so many people, you know, they really they press it. Yeah. But it doesn't need that pressure. Yeah. Just trust the styler. So I think always if you take maybe the dressing brush. Yes. First. So you take the dressing brush, go underneath, and then just trust the styler. Mm. Oh yeah, you don't press it at all. Yeah, it's exactly. Like, and it's just so smooth. In one stroke as well. It's just nice and shiny. Fancy. Yay, guck mal, wie schön das aussieht. Hier, der ganze Tisch sieht so wunderschön aus. Leute, die Wärmflasche ist dabei, ne? Celebrate our Christmas dinner in my beautiful home. In my dressing room, it's my pleasure. It really is great to be launching our Royal Dynasty collection and for you all to see great content and use the tools today. And if you do have any questions, myself, Sam, Samantha, Patrick, we're all around to answer any questions that you've got. Obviously, our wonderful global GHD teams. So I hope you enjoy your Christmas dinner, and thank you very much for coming. Ja, wir haben 0:38 Uhr. Wir müssen um 7:30 Uhr fertig unten sein. Und es war ein wunderschöner Abend.
sehr, sehr leckeres Essen. Toll ist so einfach so zusammensitzen, ein bisschen quatschen, im Hintergrund lief schön Musik. Ja, war sehr entspannt und jetzt schlafen wir beide. Ich habe 1 Million Wärmflaschen auf mir, Leute. Wir wollen sagen, gute Nachti. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir werden abgeholt. Ich glaube, der Fahrer wartet schon da unten. Ist das unser Fahrer? Boah, ich habe gerade voll schlechtes Gewissen. Aber es ist ja gerade mal halb. Wir werden ja nur um halb abgeholt, ne? Ja. Ja, ich bin schon eine Weile wach. Hab mich auch ready gemacht. Ich wollte eigentlich ungeschminkt gehen. Aber da ich krank werde, sehe ich echt, also richtig müde aus. Und damit habe ich irgendwie mich ein bisschen unwohl gefühlt, jetzt so rumzulaufen. Aber ja, ich habe mich wieder angezogen. Einfach wieder die schwarze Hose, die ich auch gestern anhatte. Und den Rolli, den ich auch gestern anhatte. Und ja, mein Cardigan. Let's go. Oh, yes. Merci. So, nochmal guten Morgen aus dem Auto. Wir haben hier noch ein Bananenbrot und eine Birne bekommen, damit wir nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Voll lieb von denen. Und jetzt fahren wir gerade Richtung Flughafen. Guten Morgen, Malu. Guten Morgen. Hi, hi, was geht? Wie hast du geschlafen? Sehr gut, und sehr gut. Ich auch. Es ist schon ein Tag später. Meine Schwester war gestern noch zu Besuch, da sie ist gerade gefahren. Das hat mich sehr traurig gemacht. Ich habe auch schon geduscht, wie man nun schwer erkennen kann, meine Haare gewaschen. Und ich werde mir jetzt einmal meine Haare trocknen und sie stylen mit euch zusammen. So, ich wollte mir jetzt einmal die Haare föhnen. Vorher mache ich aber einen Hitzeschutz rein. Ich habe euch den schon ein paar Mal gezeigt. Das ist jetzt ein neuer, den ich vor Ort geschenkt bekommen habe. Aber ich habe den ja auch schon ein bisschen länger und habe den euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Den neuen packe ich jetzt einmal erstmal weg. Und sprühe mir diesen Hitzeschutz wirklich komplett in meine Haare, kämme sie durch und sprühe mir das dann nochmal so ein bisschen in die Haare, weil Hitzeschutz funktioniert wirklich nur, wenn man das Haar richtig getroffen hat. Das ist übrigens auch ein GHD Detangler, das ist so ein Kamm. Und dann sprühe ich mir das nochmal so in die Haare. Ich verlinke euch gerne das Set nochmal in die Infobox, welches ich bekommen habe mit dem Glätteisen und dem Haartrockner. Aber ganz kurz zum Haartrockner, der hat hier zwei verschiedene Geschwindigkeiten, beziehungsweise Stärkestufen und zwei verschiedene Temperaturstufen. Und das wird jetzt so stark und dann... Und hier kann man das Ganze nochmal kalt einstellen, wenn man möchte. Also wenn man drauf drückt, dann kommt da kalte Luft raus, um zum Beispiel das Haar so in Form zu lassen, wie man es sich geföhnt hat. Und damit wird es einmal kurz geföhnt. So, meine Haare sind jetzt geföhnt. Ich habe mir schon die obere Partie abgeteilt und ich habe schon den Platinum Plus Styler angemacht. Also ich glaube, der hat, glaube ich, 3 oder 4, 5 Sekunden gebraucht, um warm zu werden, also um heiß zu werden. GHD-Glätteisen werden nicht heiß als 185 Grad, sprich sie schädigen das Haar nicht. Wie andere Glätteisen, die viel heißer werden, deswegen glätte ich meine Haare auch schon so lange oder Locksee immer mit dem Maxi-Style auch sehr gerne. Also ich weiß noch, damals habe ich ein Lockentutorial sogar damit gemacht. Das ging auch voll durch die Decke. Ich habe jetzt hier den neuen Platinum Plus Styler, der liegt richtig gut in der Hand. Abgesehen davon sieht der mega schön aus. Und der Patrick hatte mir ja auf dem Event gesagt, dass ich nicht so drücken soll und dass das Haar dann weniger beansprucht wird. Ich möchte jetzt gerne so Loose Waves haben. Der meinte, dieses Drücken, das verursacht auch ganz oft diese Knicke im Haar. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und ich mich im Spiegel und alles. Also man braucht hier gar nicht viel Druck und dann einfach einmal rumdrehen und tada. Ich kenne das Ganze direkt aus. Ich habe hier auch noch so einen Kamm von GHD und damit kämme ich die Locke direkt mal so ein bisschen aus, damit die loose wird. Also wirklich nicht drücken. Lässt sich mega gut drehen. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been.
Look a little closer, it's been quite some time. But you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, to put it all straight before this night turns into day. And then I'm on my way. Yes, I'm on my way. So, ich habe jetzt eine Seite fertig gemacht, bin ich sehr zufrieden mit und es hat nicht lange gedauert. Das Glätteisen ist auch so richtig schön durchgerutscht, ich hatte überhaupt gar keine Probleme. Und Knicke, wie ihr seht, habe ich auch nicht. Also man muss echt nicht so drücken. Ich habe früher echt immer so wirklich feste gedrückt, wenn ich meine Locken gemacht habe. Keine Ahnung warum. War bestimmt bei dem Maxi-Styler auch nicht nötig, aber bei dem hier braucht ihr es halt auch null. Ich habe das Gefühl, man kann nicht mal feste drücken damit. So, ready. Ich mache mir jetzt noch ein Serum und ein Spray rein. Das hier ist einmal das Smooth and Finish Serum. Und das kommt einfach zu einem Pumpi. Das hat mir nämlich der Patrick auch drauf gemacht und mein Haar hat so schön geglänzt, auch am nächsten Tag noch. Kennt ihr das, wenn die Locken am nächsten Tag so strohig aussehen? Das ist überhaupt nicht passiert. Ich denke mal, es hat viel was mit Serien und der Pflege zu tun. Der hat dieses hier benutzt, also dieses Verlinkirchen der Infobox, ist so ein, das nennt sich einfach Smooth and Finish Serum. Ich habe jetzt nicht zu viel reingemacht, es ist sehr ergiebig. Es soll ja nur so ein bisschen glänzen. Was es jetzt auch sehr tut. Ich zeige euch das gleich nochmal im Licht. Aber ich kämme das Ganze auch auf jeden Fall immer wieder aus. Und dann habe ich noch ein Shine and Finish Spray. Das mache ich mir jetzt auch nochmal so ein bisschen in die Haare. Es riecht auch sehr, sehr gut. Und macht auch nochmal so ein bisschen Glanz rein und wirkt so ein bisschen noch wie ein Haarspray. So, das ist das von hinten. Und hier nochmal im Licht. Tada, gefällt mir sehr gut. So, ich habe hier noch mein OOTD für euch. Und zwar habe ich einfach eine Jeans von Mavi Jeans an. Diese Schuhe sind von Gucci, das sind diese glitzernden. Der Rolli ist von Zara und dieser Blazer ist von Naked bzw. von Trendyol. Das ist so eine türkische Marke, die es jetzt auch bei Naked gibt. Die Tasche ist von Bulgari und das war's. Ich habe jetzt einen Termin. Ich glaube, man sieht, ich habe einen Termin. Und danach, wenn es mir gut geht, würde ich noch sehr, sehr gerne den Balkon bzw. die Terrasse im vorderen Bereich ein bisschen dekorieren, ein bisschen aufräumen und so, wenn ich mich denn so fühle, weil ich bin ein bisschen... Es tut mir so leid, ich habe gestern nicht mehr gevloggt. Mein Termin ging noch so lange, es war einfach stockdunkel, als ich nach Hause kam. Und dann kam noch Ravi zu Besuch, ich war eh super schlapp und dann bin ich aber noch zu Esra gefahren, weil ich habe ihren Sohn so vermisst. Und ja... Es ist schon ein neuer Tag. Ich werde aber gleich kurz draußen dekorieren, bevor ich diesen Vlog beende. Ich habe mir kurz noch was zu essen gemacht. Ich habe hier so Fladenbrote und da ist Wurst und Soße und Tomate drin und Milch. Hab voll Hunger. Wir haben schon 15.14 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Weil ich lag so lange im Bett und war dann noch einkaufen, weil ich hatte gar nichts zu Hause. Jetzt ist alles wieder voll. Kühlschrank ist wieder voll und es ist das schönste Gefühl der Welt, in einen Laden zu gehen und Essen zu kaufen. Ich liebe das einfach. Genau, und ich esse erstmal. So, da unten läuft Gossip Girl. Ich habe jetzt mal dieses Ding hier hingestellt. Dann kann ich die Kamera draufstellen, um euch zu zeigen, was ich mache. Das hier kommt auch noch raus. Also es wird jetzt ein bisschen dekorativ hier. Ich hatte ja das euch in meinem letzten Video gezeigt. Das habe ich bei Action gekauft. Ich glaube für 5 Euro ungefähr. Die Decke auch. Und die Kerzen auch. Und ja. Übrigens meine Wärmflasche hier hinten drin, damit es nicht kalt wird. Thank you.
kurzer Zwischenstand. Die Bank stand da drüben und es sah irgendwie viel, viel kleiner aus als jetzt. Und jetzt sieht es so sehr groß aus. Hier hinten könnt ihr noch die andere Terrasse sehen. Ich denke, ich werde auch die Pflanze, die da hinten steht, auch mal hier vorholen, weil sie einfach geschützter ist für den Winter. Die habe ich von meiner Mama bekommen. Die meinte, sie braucht sie nicht mehr, ob ich sie mitnehmen will. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Ich denke, die gibt es auch in so Dekoläden und sowas. Ich habe total vergessen, die Pflanzen umzutopfen und zu gießen. Das werde ich jetzt auch noch schnell machen. Tada! Wowie! Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist diese Matte hier. Die muss ich unbedingt austauschen noch. Ich will so eine kurze, einfach eine kurze graue oder braune von mir aus. Dann der Rest ist fertig. Ich habe auch schon um die Palme eine Lichterkette gemacht. Und ich habe hier noch einen Läufer gefunden, der noch unten war von meiner Deko aus dem letzten Jahr. Genauso wie die Kissen. Die Decke ist ja neu. Und das Kissen auch. Ich überlege, ob ich noch dieses Kissen wegmache, aber noch darf es bleiben. Und die Dinger hier habe ich von meiner Mama hier hingestellt. Also wenn man praktisch hier so zuläuft auf den Eingang, ist das hier. Da, oh, das finde ich voll schön. Also ist das hier der Part, wo man sich dann jetzt hinsetzen kann, weil es halt einfach überdacht ist hier. Und ich habe hier noch aus der Türkei mal so einen kleinen Löwen mitgebracht. Und das ist der Ständer hier von Action. Und die Pflanzen muss ich jetzt alle kurz angießen. Ich werde mich jetzt noch eine Stunde hinlegen oder eine halbe Stunde habe ich noch Zeit, bevor ich mich fertig mache. Kann ich mich noch ein bisschen ausruhen, aber ich bin sehr froh, dass ich das hier draußen gemacht habe. Und ich habe mal wieder gemerkt, wie Spaß mir sowas macht. Also ich habe es echt nicht mehr gemacht so lange und das sollte ich auf jeden Fall öfter tun, weil es ist so, für mich befreit es so meine Seele irgendwie. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich werde im Wohnzimmer und im Schlafzimmer auch sehr, sehr viel machen an Deko, umstellen, do-it-yourself und so weiter. Abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und jetzt, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!